Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte. Wir sind immer noch in Falders Zahn. Das zieht sich ja ganz schön lange hin und wir sind auch schon total überladen eigentlich. Das könnte man sagen, ja, wir haben schon was weggeworfen. Tja, und irgendwie schnarrt es ja so, als ob da so ein Skelett hier rumläuft. Das kann ja nicht sein eigentlich. Nee, ist ein Skere. Der hat genauso geschnarrt. Ja. Eine Schneebär. Wir hatten doch einen Skiver, dachte ich. Aber ja, der ist wohl. Dachte, wir hatten ihn gerade. Nee. Ob hier, vorher meinst du? Ja, wir hatten schon mal einen Skiver. Der ist wohl weggelaufen. Die Skiver-Leiche. Oder wieder auferstanden. Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Moment, jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Nee, wir werden da lang. Falders Zahn ist abgeschlossen, steht da. Ha, ha. Ja, ja. Sagen die doch immer. Ja. Ich meine, wir haben dieses Hutrad Stück hier, was wir für die Gefährten mitbringen wollten. Das haben wir schon. Aber neugierig, wie wir nun mal sind, wollten wir hier auch noch nachgucken. Tja, das ist ganz schön viel zu sehen, beziehungsweise nicht so viel zu sehen, aber... Hä? Guter Wolf. Naja, auf jeden Fall dauert es eine Weile, bis wir hier mal durch sind, fürchte ich. Vielleicht sind wir jetzt unten da, wo wir meinten, dass wir noch rein müssten. Oder? Keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Da ist ja jemand. Oh, da ist die Arena, wie es aussieht. Ja. Au, au, au. Da ist einer auf jeden Fall noch. Oh, noch einer. Ja gut, ist jetzt noch einer. Zwei sind noch da. Mindestens. Da hinten, der Bett da hinten rum. Um die Arena. Verdammt. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ist aber ganz gut geworden im Schleichen, schon hätte ich ja nicht mal gesehen, aber ich stand ja, vor dir. Ich stand vor meiner Nase. So absolut. Oh, das war ganz gut mit Eisenpfeilen, ne? Jo, gar nicht so schlecht. Jo. Ja, ich hatte ja vorher bessere drin, aber mit dem Skiver bin ich wieder auf die Eisenpfeile gegangen. Oh, da darfst du jetzt mal wieder ein bisschen Meister üben. Hervorragend. Das kostet wieder. Naja, es ist ja nicht so, als ob du keine hättest. Wollen wir doch nicht so sparsam sein. Apropos, hast du mal wieder gespeichert? Ja. Aha. Ha. Ist. Loslassen. Zwar weg. Mhm, das wollen wir doch gleich mal festhalten. Ja, und hier sind Geldsäckle. Da ist einer. Ja, die sind nicht so schwer. Noch einer. Hier gibt es ja auch einige. Pfeile sind auch gut. Sie haben ja mit dem Geld rumgeworfen. Boah. Die haben ja wohl gewettet, hä? Haben wir wohl verloren, oder was? Ja. Wer weiß. Ich fürchte, die können uns nicht mehr antworten. Ja. Nee. Was denn? Nee, den nehmen wir nicht, den Bogen. Gold kannst du aber nehmen.
Ja. Ich will das Waldstück. Genau. Was sieht ja nichts. Na guck uns mal die Kiste an. Ich habe eigentlich eine Meistertruhe erwartet. Naja. Ach nö. Eigentlich sind das richtig gute Sachen. Muss man mitnehmen. Da musst du deinen Ring tragen. Ja, jetzt kommst du drüber. Eindeutig. Ja. Dann trag halt den Tragring. Kann man nur hoffen, dass nicht mal so viele Feinde hier sind. Ja, wir werden schon noch sehen. Weil der andere Ring, der trägt, dieser Einhandring, der macht ja natürlich einen schönen Schaden auch. Einen schönen zusätzlichen Schaden. Ja. Wir werden versuchen, nur noch zu schießen. Aber ich fürchte... Gold ist immer gut. Genau. Pfeile gegen nix. Dietrich, siehst du, hast du schon wieder deine Dietriche. So. Hast du schon wieder zurück. Sieht ja ganz schön blutig aus da. Boah. Ja. Am armen Typen da reinge... Tja. Eingesperrt. Ja, da drunten ist ja wohl noch ein Wolf, oder? Ja, da unten scheint ja ein Wolf zu sein. Tja, um des guten Übens willen. Ja. Üben willen. Also ich meine, da musst du auf jeden Fall mal ein bisschen üben, musst ja schließlich hier mal auf 100 kommen irgendwann, oder? Oh, das war gut, wüsste. Das war gut. Und zack. Ja, du hast Glück gehabt. Ich meine, manchmal sind sie auch relativ... Also wenn man es gleich findet, dann hat man das wirklich... eben abhängig vom Zufall. Ja. Vielleicht nicht so interessantes. Und was habt ihr noch? Falkenfedern. Falkenfedern, die kann man gebrauchen. Ich glaube, mit Krankheitstränken sind wir versorgt bis an unser Ende. Naja, jedenfalls können wir ja aufheben und wir brauchen sie ja auch noch ganz später. Tja, ich weiß auch nicht, wollen wir die Wölfe jetzt umbringen, auch lasse da einfach. Vielleicht kommen da mal ein paar Freunde von denen. Und lassen sie dagegen einer kämpfen. Ach komm, lasse. Die armen Kreaturen. Sure. Kommt doch an, wo du jetzt, wo willst du jetzt hin? Irgendwo hin, wo du noch nicht warst, oder? Also das geht einmal hier hin. Wo geht's hier hin? Ist hier zu? Lass uns erstmal gucken, ja. Vielleicht ist er zu und wenn, dann ist er ja gut. Ja. Dann wissen wir es wenigstens. Das ist eingestürzt. Ja. Ja. Gut. Also machen wir uns keinen Kopf darum. Nee. Wow, das Gold ist auch mal, ist ja so wie hier mit Hänsel und Gretel. Aber die benutzen ja Goldstücke und die hatten ja keine. Aber hier ist auch zu, oder? Was ist denn da hinten? Geht's weiter? Ja, eben. Aber...
klingt so geschnorchelt. Da drüben! Ich hab's doch gehört, das sind mehrere. Ich hoffe, du hast gespeichert. Ich hab nicht drauf geachtet. Es ist immer so eine Gefahr, dass man das ja nicht macht, wenn man... Und du siehst überhaupt nicht gut aus. Ich weiß nicht, wann du wieder anfängst, wenn du jetzt nicht irgendwie... Ich weiß nicht, wann du letztens gespeichert hast. Also, es ist schon so langweilig, wenn man dann alles nochmal machen muss, was man schon mal gemacht hat. Ja, es war bei uns... Ja, trinken wolltest du auch was, oder? Ja, das könnte vielleicht nicht schaden. Na, ja, es sind 3 Stück, glaube ich. Und die sehen auch gut aus. Und das finde ich nicht gut. Nein. Ja, Feuerresistenz kann nicht schaden, weil der eine Typ, der schmeißt ja Feuerwelle an deinen armen Körper ran. Erstmal gehen hier mit den Dingern, das meint ist nicht so gut geschickt. Aber du musst trotzdem mal auf dich aufpassen. Hey! Mann! Man merkt doch gleich, dass du eine nicht verstärken kannst, aber machen. Erstmal heilen natürlich. Das war der letzte. Oh. Ja, hat hier bis heute schon Finisher gemacht. Das war schon zu spät. Tja. Keine Ahnung, wenn du das letzte Mal gespeichert hast. Ich schätze mal... Vor der Tür. Diesmal wird es nicht so leicht gehen. Nee, das glaube ich auch. Nun, wenigstens weißt du, was auf dich zukommt. Hat ja auch alles seine... seine Vorteile. Zu weit. Also du weißt ja, dass du noch nicht fertig bist. Und dass noch ein paar kleine Feindchen hier rumlaufen, die nicht ohne sind. Tjo, wir haben ja gesagt, Zufall. Oder ist es die andere? Scheint mir die andere zu sein, die erste Kiste. Das erste Gefängnis, nee. Was ist das mit dem anderen Fleisch? Aha. Ah gut, bin ich ja froh. Das können wir jetzt auch nochmal machen. Immer diese unvorsichtigen Leute. Naja, so sind wir. Da hatte ich, die hatte schon einen Finisher gehabt. Ja. Die Frau. Das konnte nichts mehr machen. War schon zu spät. Locker erledigt. Da, wenn ihr jetzt nochmal hingehst, solltest du bald nochmal speichern. Damit wir an einer anderen Stelle wieder neu laden können. Ich meine, es wäre irgendwie interessanter. Also 3 Leute wenigstens. Ja, schnorchelt auch so, da ist er. Ist da jemand? Ja, der Überraschungsmoment ist natürlich wieder weg. Und du müsstest eigentlich zurücklaufen. Eigentlich müsstest du zurücklaufen. Aber die Frau sieht dich ja noch leider. Aber du musst eine... Du kannst ja überhaupt nichts tun mit dem Bogen. Pass auf dich auf. Da wirst du dich wohl anders anziehen müssen. Aber gut ist, wenn du wenigstens nur einen hast erstmal und nicht gleich 3. Ja, merkt schon, ne, dass er dann nicht so gut ist, so stark ist. Ja, ja. Wenn er, wenn einen anderen... Also was der Ring bringt, der Ring bringt eine ganze Menge. Wie ist hin? Ich glaube, da müssen wir nicht noch Hackfleisch draus machen. Doch. Hat sie verdient. Ja, jetzt speicher erstmal wieder. Das ist immerhin ein abgemurkt. 2. 2 sogar schon, war der andere auch tot. Ja. Auch gut.
Na, das ist doch mal was. Das ist gut so. Ja. Naja. War da noch einer? Oder waren es wirklich nur zwei? Ich hätte gedacht, ich vorher mehr gesehen. Punkte meine ich. Nee, da ist jemand drin. Drin? Wo ist irgendwo so Schnorchel, oder ob da noch irgendwo ein Wolf oder irgendwas anderes? Ja, das könnte. Na, unspannend ist es ja nicht. Ich glaube, ihr bist ja schon ein paar Mal gestorben. Speichert doch schnell. Ja. Ja, ja, es passiert ja immer, wenn man einmal dann einmal zu wenig gespeichert, dass man dann gerade wieder dran denkt. Naja, das ist mir so bekannt. Ich glaube, das geht allen Leuten. Wenn dann nichts passiert. Aha. Hä? Ist ja lustig. Au! Das war jetzt aber... Da war eine Falle dran. Ja, zweifelsohne. Hat mich aber nicht getroffen. Nee, da hast du Glück gehabt. Aber laut war es jetzt schon. Ich meine, wenn da irgendjemand... Hey. Das ist gleich nochmal passiert. Also muss doch hier wirklich aufpassen. Nee. Das ist ein normales Buch. Da du so voll bist, sollen wir mal nicht unbedingt auf Büchern stehen. Nee. Das muss nicht sein. Au, schon wieder! Was war das denn? Ist das der Korb mit der Falle oder was? Oder wie? Der Korb ist auf den Auflöser. Ah, toll. Gut, ja? Ja, allerdings. Willst du vorhin auch mal deine Stufe nehmen können, weil du sagtest, darauf wartest du immer, dass du immer in so eine Situation kommst. Ja. Und warum sagt mir das keiner? Ist mir gerade aufgefallen, dass du noch eine Stufe zu kriegen hast. Also... Ja. Den auch holen könntest. Dass du da parat stehst für einen Stufenmann aufstehen. Sehe ich hier nichts. Hm. Aha. Also, das ist nur der Film. Von Jim verzeigt dieses Ding hier. Ja. Also ich muss nach Westen kommen. Aber hier erstmal alles ankommen. Ja, dieses Öl. Ist natürlich gut, wenn man es brauchen kann, aber ich finde es immer so unheimlich, wenn man da durchgeht und denkt, vielleicht kommt einer und zündet es gleich an. Das kann man schön üben. Ja. Oh, Meister, du hast doch gerade gesagt, man kann hier schön üben. Aber ich würde sagen, bis er hier fertig ist, wir müssen uns mal verabschieden. Machen wir dann das nächste Mal dann weiter. Mit dem Verbrauch von Dietrich. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.